Werk von Prokofjew beschreibt ja eine Welt, in der das Geld den Mensch entfremdet. Wenn wir heute so ein Stück machen, ist natürlich die Bank oder die Spielbank ist natürlich mehr. Das ist natürlich der Aktienmarkt, das ist die Welt, das sind die Weltmärkte. Und wie wir das in der Inszenierung beschreiben, ist es mehr ein Ort, ein maroder Ort, ein vergangener Ort, in dem die Menschen vorgeben, jemand anderes zu sein. Alexei ist bei dieser Konstellation, die sich dort in diesem Roulettenburg findet, sehr wahrscheinlich noch der menschlichste unter ihnen. Alexei ist sehr wahrscheinlich sogar jemand, der menschliche Regung hat. Nicht umsonst ist er für Polina, diese sehr hochattraktive Frau, auch interessant, weil er natürlich, wie man so sagt, auch Seele besitzt, was den anderen Figuren schon abhanden gekommen ist. Was das Interessante für mich jetzt bei der Arbeit war oder bei der Erarbeitung dieses Werkes, ist schon, dass es natürlich dieser Zustand dieser Welt, in der wir uns bewegen, also das Kapital aus den Fugen geraten ist, sind natürlich seltsame Dinge, die sich verselbstständigt haben. Ökonomisierung unserer Welt ist natürlich in so einem fatalen Zustand, was in diesem Stück sehr deutlich ist und was wir versuchen zu inszenieren.